Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Ich sitze vermutlich gerade völlig fertig im Zug nach Hause von Mainz nach Hamburg, habe aber natürlich schon für das neue Kreativvideo am Wochenende vorgesorgt und habe schon ein bisschen vorgedreht. Und in meinem letzten Kaffeevideo habe ich euch diese kleine Idee für das Designerpapier Weihnachten in aller Welt gezeigt, weil natürlich der Kommentar kam, es sind nur zwei Designs wirklich schön und was so macht man denn damit? Das ist vielleicht auch nochmal eine Idee für euch, wenn ihr kurz entschlossen noch einen Adventskalender basteln müsst, sollt, wollt. Und die Tüten sind wirklich schnell gemacht. Das Designerpapier schneidet sich so weg. Die Grundlage ist ein 6x6-Inch-Stück und ein Anhängerchen dran mit einer Zahl oder eine Klammer mit einer Zahl. Das könnt ihr dann immer noch variieren. Und die sind wirklich schnell gemacht. Ich glaube, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, kennt ihr die 2468-Box. Und nach diesem Prinzip sind diese kleinen Boxen auch gemacht und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Wir fangen an natürlich mit einem Stück Designerpapier. Weihnachten in aller Welt. Das hat jetzt schon die Breite von 6 Inch und dann schneide ich mir quasi ein quadratisches Stück 6x6 Inch da aus und falze am Boden. Weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich da genommen hatte. Also fangen wir mal erstmal mit der langen Seite an. Und zwar falzen wir jetzt immer bei der 2468-Box, sind es ja immer 2 Inch, 4 Inch, 6 Inch, 8 Inch. Und das habe ich jetzt ein bisschen abgewandelt auf Zentimeter. Die Box wird auch ein bisschen schmaler auf 7 Zentimeter, 10,5. Beim Muster müsst ihr natürlich aufpassen, ne? Und 10,5 und 14. Wenn ich mich jetzt nicht gar so verrechnet habe. Und am Boden können wir jetzt 2,5 oder 3 cm machen. Das ist relativ egal. Soll nur ein bisschen auch überstehen. Ich habe jetzt hier 2,5 genommen. Und jetzt schneiden wir uns, das seht ihr jetzt ein bisschen schlecht, hier ist die Klebelasche. Das ist das schmale Stück. Die schneiden wir und schrägen wir uns an. Und dann schneide ich mir hier quasi den Boden ein und da schneide ich mir dann an den Falzlinien immer diese Dreiecke raus. So. Die ist wirklich schnell gemacht. Für den letzten Drücker Adventskalender ist das eine gute Idee. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das dieses Jahr mit Svens Adventskalender mache. Auf die Klebelasche kommt gleich nochmal ein bisschen Abreißklebeband. Und dann falzen wir einmal alle Falzlinien durch. Das ist wirklich ein ganz einfaches Prinzip. Und ihr bekommt Designerpapier weg, ne? Ich werde ja öfter mal nach Ideen gefragt, wie man auch Designerpapier mal wegarbeiten kann. Sinnvoll wegarbeiten kann. So. Jetzt wird hier die Trägerfolie wieder entfernt. Und einmal die Box zugeklappt. Und hier unten, das ist egal, wie ihr den Boden zusammenklebt. Ich habe hier nicht ganz genau gearbeitet. Shame on me. Das ist aber auch nicht so schlimm, das schneide ich einfach weg. Da habe ich ein bisschen lax gefalzt. Nicht genau angelegt. So. Und das wird jetzt einfach hier unten eingeklappt, mit ein bisschen Flüssigkleber fixiert. Aufpassen, dass es möglichst auch die Box quadratisch bleibt, ne, dass das hier kein Trapez wird. Hinstellen, nicht anfassen. Und für den Boden, damit das so nicht ganz so langweilig ist, habe ich hier noch einen Boden gefalzt und da nehme ich mir Farbkarton in Glutrot und den schneide ich mir zurecht, ein Quadrat aus 7,6 cm mal 7,6 cm. Und das falze ich ringsrum bei 2 cm. Und das lege ich hier drüben an, weil es hier oben dann eine bessere Anlagefläche hat. Und dann ringsrum bei 2 cm. Und auch da schneiden wir ein. Und da schneide ich jetzt aber immer unten rechts. Da kann nichts passieren, wenn ich quatsche. Diese Falzlinie gerade ein.
und dann an der Klebelasche schräg. Hier gerade, da schräg. Und dann drehe ich das immer einen weiter und mache das ringsrum unten rechts. Dann kann mir nichts passieren. Alles gut. So. Alle Falzlinien falzen. Und wenn wir jetzt gut gearbeitet haben, sollte das genau da reinpassen. Super, wunderbar. Und jetzt kleben wir den Boden separat zu. Einfach die Öhrchen immer an die Seitenteile. Immer so, dass diese Falzlinie, diese Rundung noch zu sehen ist. Weil sonst kann es auch schnell mal werden, dass es zu eng gefalzt ist. Ihr könnt euch auch daran orientieren, dass hier oben dieses Klebeöhrchen und der Rand wirklich bündig miteinander abschließen. Also nicht zu hoch und nicht zu flach rein. Dann habt ihr genau das richtige Maß für die Box. Also dass das hier wirklich, ich hoffe, das sieht man, dass das hier bündig abschließt. So. Jetzt kommt der große Moment. Ruckedikuh, Blut ist im Schuh. Nein, passt perfekt. Und da gebe ich jetzt einfach bloß unten auf den Boden ein bisschen Klebemittel. So, lass das einen Moment anziehen. Und ich habe jetzt vergessen, die Füllung mitzubringen. Ich glaube, ich habe hier einen Lolli von einem 2 drin. Ja, ja. Ich habe auch manchmal nur Bonbons reingesteckt. So, und dann ist quasi, wenn die Füllung drin ist, dann biegt er hier die Seiten ein, bringt vorn und hinten übereinander. Das hier so ein bisschen reindrücken. Und oben mache ich mir jetzt ganz einfach mit unserer Handkreisstanze zwei Löcher da rein. Nehme mir, wie heißt das, einfarbiges Geschenkband in Glutrot. Das passt dann wunderbar zum Boden. Und fädel mir das hier schon einmal durch. Und schneide es mir ab, so dass ich noch eine Schleife binden kann. Ich glaube, ich muss die Schere hier unten austauschen bzw. reinigen. So, und dann ist ja hier noch dieses Anhängerchen und da könnt ihr alles Mögliche nehmen als Anhänger. Ich habe jetzt hier, um es mir einfach zu machen, aus den Framelits-Formen Santa Claus, das sind die, die im Produktpaket mit dem Weihnachtsmann kommen, da ist so ein schönes Anhängerchen drin. Und das stanze ich mir jetzt einmal mit der Big Shot aus Farbkarton in Flüsterweiß auf. Einmal das Anhängerchen. Ups. Das ist jetzt mal eben Kupeister geschossen. Muss ich gleich mal klettern gehen. Und als Spruch, ich wollte da noch nicht zu weihnachtlich werden, weil der Basteltreff ja der erste Anfang November war und das war mir noch zu Anfang Oktober, das war mir noch zu dicht dran an Weihnachten. Und ich sehe jetzt gerade, das ist das Stempelset zu Santa Claus, das wollte ich aber gar nicht. Ich gehe mal eben das andere noch holen. Ich wollte nämlich eigentlich greifen Weihnachten im Lichterschein, weil hier Gruß zur schönsten Zeit des Jahres, das fand ich passt noch ganz gut und das passt genau da drauf. Den Spruch ziehe ich mir einmal auf einen Stempelblock und den können wir gut positionieren, weil wir nämlich hier durch den Stempel durchgucken können und nehme mir das Stempelkissen in Schokobraun. Ich mag das Schokobraun im Moment ein bisschen lieber als Espresso. Ich weiß auch nicht warum, es ist für mich ein schöneres, wärmeres Braun. So, jetzt binden wir uns hier die Schleife zu. Ziehen das Etikett mit auf.
Also sowas könnt ihr auch gut mit der Hand ausschneiden, so ein Etikett. Das ist wirklich kein Zauberwerk. Und binde mir da jetzt, mache ich mir da jetzt einen Doppelknoten? Ja, ich mache es mir mal einfach. Und binde dann hier die Schleife. Das kann auch gerne so eine kleine Messi-Schleife sein. Und fertig ist das Projekt. Das lässt sich super abwandeln, wirklich als Adventskalender-Idee. 24 solche kleinen Tüten, die sind wirklich schnell gemacht. Ich habe ja für meine Basteltreff-Mädels auch 9, 18, ja, auch um die 20, 22 Stück gemacht. Und das ist meine kleine Idee für heute. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Habt eine schöne Zeit. Nächste Woche sehen wir uns wieder zu 12 Karten Weihnachten. Das geht am Dienstag weiter. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt kreativ. Und ich sage Tschüss aus Hamburg. Tschüss.